herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es gibt einen Haul und ich war an zwei Tagen shoppen, heute und am 31. Oktober. Und diese Sachen möchte ich euch in diesem Video zeigen. Die vom 31. Oktober kommen als erstes dran. Da habe ich mir einmal bei Look by Bieber Pore Minimizing Primer geholt. Den habe ich aber erst einmal benutzt, deshalb kann ich euch noch keine Review dazu geben. Dann habe ich mir noch einen Eyeliner gekauft in Dunkelblau von Catrice. Diesen hier, einen matten. Und dann habe ich mir noch einen Rucksack gekauft. Und zwar diesen hier. Der ist schon im Einsatz. Und ich liebe ihn. Er ist wasserfest, es passt genug rein. Es hat sogar da noch ein Fach und hier noch ein Fach. Und auch innen. Innen ist er schwarz. Da gibt es dann sogar noch ein Laptopfach und ein kleines Fach. Also er ist perfekt. Ja, dann kann ich gerne noch mal wieder so ein What's in my bag Video machen. Einmal habe ich mir eine Handyhülle geholt für mein Handy halt. Und zwar so eine schwarze, ganz normale. Mit so einem Band. Die hat 25 Euro gekostet, aber war es mir definitiv wert, weil die ist richtig robust und super. Ich habe jetzt schon ewig keine Handyhülle gehabt und ich habe eindeutig wieder welche gebraucht, weil mir fällt momentan mein Handy so oft runter. Ich bin echt froh, dass es so viel aushält, weil es wäre schon längst kaputt wahrscheinlich. Machen wir weiter mit Waterdrop. Da habe ich mir zwei Packungen gekauft. Einmal meine Lieblingspackung, Grapefruit. Die gibt es nämlich nur in diesem Einkaufszentrum. Ich habe die mal bei einer Freundin getestet und ich liebe die. Das ist meine absolute Lieblingsgeschmackrichtung von Waterdrop. Und dann habe ich dort was gekauft. Also dort habe ich drei Sachen probiert und das eine hat mir auch mega gut geschmeckt und das habe ich mir dann auch geholt und zwar Frosted Lime. Das kannte ich vorher noch gar nicht, mag ich aber auch richtig, richtig gerne und da sind jeweils 12 drinnen, beziehungsweise jetzt nur noch 11, weil ich schon jeweils eins heute getrunken habe noch. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Sachen von H&M, würde ich sagen. Da habe ich zwei Sachen und dann der Rest ist dann von Primark. Einmal um 20 Euro, so eine Bluse. Ich finde die so mega schön. Das ist eigentlich eher so eine Übergangs... Ich finde die so schön, die fällt so schön. Und die ist halt langärmelig. Und wenn man aber ein weißes T-Shirt drunter anzieht, dann kann man das auch jetzt im Herbst noch tragen. Und im Sommer kann man die dann überhaupt mit nur einem Top drunter anziehen. Ich habe zu oft anziehen gesagt. Auf jeden Fall liebe ich die. Die ist so, so schön. Und dann habe ich mir noch eine Jeans geholt. Ich wollte eigentlich eine helle haben. Aber die helle hat mir nicht so gut gepasst. Deshalb habe ich jetzt so eine normale Jeansfarbe, würde ich jetzt sagen. Also in so einer Farbe. Und einfach ganz normal. Ganz lang. Fällt weit. Ist tatsächlich keine Skinny Jeans, weil früher mochte ich ja nur Skinny Jeans und mittlerweile mag ich die nicht mehr so gern. Ja, die fällt sehr lang. Aber ich bin ja auch groß. Von daher passt das schon. Genau, und die hat 30 Euro gekostet. Jetzt kommen die ganzen Sachen von Primark. Da habe ich einmal eine Jacke mir geholt. Und zwar ist die so kuschelig weich. Oh mein Gott, ich liebe sie. Die ist so weich. Oh, sie ist so cool. So flauschig. Und die hat 24 Euro gekostet. Oh, ich werde nur noch diese Jacke anziehen, bis es halt so kalt ist, dass man die nicht mehr anziehen kann. Dann habe ich um 7 Euro mir diesen Pullover geholt. Der ist in so einem Bordeaux-Rot. Hat nichts oben, auch nicht hinten. Ist einfach nur einfärbig. Dann habe ich mir noch einen Pullover geholt um 10 Euro. Der ist so gestreift. Ist auch voll herbstlich, finde ich. Und auch weihnachtlich. Mag ich auch richtig gern. Den habe ich dann auch nochmal in einer anderen Farbe geholt. Den schwarz-weiß. Ebenfalls um 10 Euro. Schaut so aus. Pyjama-Set, ein langes. Um 10 Euro. Da ist einmal, machen wir es mal gemeinsam auf, da ist einmal so ein langärmeliges türkises T-Shirt drinnen und dann so schaut die Hose aus.
Ist auch türkis und hat so Blumen und so drauf. Ich hoffe, die ist mir nicht so groß. Naja, egal. Dann habe ich mein Leintuch geholt. Dann, weil ich nur ein Leintuch bis jetzt habe und deshalb musste ich unbedingt ein zweites holen. Und das ist auch sogar ein bisschen größer als die Matratze ist, aber besser zu groß als zu klein. Und das ist eben in beige und hat auch 10 Euro gekostet. Dann habe ich noch so ein Teil, da habe ich mir gedacht, könnte ich meine Zwiebel reingeben, damit die nicht immer so viel Dreck hinterlassen. Und das hat 2,50 € gekostet. Und das letzte, was ich euch zeigen kann, sind Socken. Ich habe zwar eh genug Socken, aber das sind halt so winterlich-herbstliche in so wunderschönen Farben. Ich finde sie so cool. Und die haben 4 Euro gekostet für 7 Paar. Das ist echt nicht viel. Und das ist jetzt Größe 39 bis 42. Das waren jetzt alle Sachen, die ich mir in diesen 2 Tagen ershoppt habe. Und ich hoffe, es hat euch interessiert. Und dann sieht man sich hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!